Hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Let's Play The Witcher am Seeufer in der Nähe von Trübwasser, dem neuen Ort, wo wir in Kapitel 4 gelandet sind. Es ist wirklich ziemlich schön hier. Jetzt sehen wir es auch mal bei Tag, denn wir haben ja die Nacht beim König der Fischer verbracht in dieser Hütte. Dort haben wir uns ausgeruht am Ende der letzten Episode und jetzt wollen wir endlich mal hier weiter vorankommen, denn wir haben bisher ja nur das Seeufer entdeckt, aber dort hinten gibt es ja auch noch ein Dorf. Und Felder und alles mögliche, das wollen wir jetzt mal uns mal anschauen. Und hier ist die Feuerstelle, wahrscheinlich die Feuerstelle von Berengar. Straße durch den Wald. Und ja, der müssen wir folgen, wie es aussieht, um mehr zu erfahren. Es ist schon, ich finde es ist ziemlich schick hier. Auch die Musik ist schön, es ist wieder was anderes. Und dort liegt ein Leichnam. Das fängt aber nicht gut an. Immerhin hat er Steigenalkohol und Orenz bei sich. Das war sein Mann in seinen letzten Stunden eigentlich braucht. Dort sind also sind auch viele Felder. Interessant. Was war das? Sind hier etwa Tiere? Ich meine, ich hätte gerade irgendwelche Tiere gehört. Naja. Wir gehen mal weiter, Leute. Dort sind wieder so zwei Pfosten. Das, glaube ich, zeigt immer der Übergang in ein neues Gebiet ein. Das letzte Mal waren es die Felder. Jetzt ist es die Straße zum Dorf. Ab ins Dorf, Leute. Geralt! Rittersporn. Wie kommt ihr denn hierher? Per Teleportation. Triss hat mich auch teleportiert. Das war so aufregend. Ich wollte schon immer wissen, wie sich das anfühlt. Das hat sie für euch getan? Sie muss einen guten Tag gehabt haben. Und? Warum hat Triss euch teleportiert? Sagen wir, sie bewahrte mich vor dem Kuss des Todes. Interessant. Vielleicht verwende ich das für meine neue Ballade. Auf jeden Fall ist das hier ein bezaubernder Ort. Triss sagte, wir sollen hier bleiben, bis Prinzessin Adda nicht mehr davon träumt, euch die Kehle aufzuschlitzen. Da muss ich ihr wohl zustimmen. Dann erzählt mir ein bisschen was von diesem Ort. In Prosa, wenn es euch nichts ausmacht. Es ist eine bezaubernde Gegend mit magischem Flair. Die Bauern wirken vollkommen glücklich und die Bäuerinnen... Geht es vielleicht etwas genauer, Rittersporn? Nun, es soll eine Hochzeit geben. Alina, des Bürgermeisters Tochter, wird Julian heiraten, einen reichen Kaufmann aus Kovir. Und dann wären da noch die Wodjanoi. Oh, Alina kümmert sich um Alvin. Um unseren Alvin? Ja, außer er hat einen Zwillingsbruder. Rittersporn. Ja. Oh, da fällt mir etwas ein. Triss sagte, ihr sollt auf ihn aufpassen, weil andere hinter ihm her sind. Oder so ähnlich. Noch etwas? Ich glaube nicht. Und jetzt gehe ich zur Taverne, zu einer schönen Maid, die mich aufzumuntern versteht. Oh mein Gott. Rittersporn ist natürlich auch wieder da. Ich habe schon gedacht, wir wären allein dort gelandet, aber nein, Rittersporn geht natürlich mit uns mit, der treue Gefährte, und jetzt rennt er wieder einer Holdenmaid hinterher. Wenigstens wird es nicht langweilig mit Rittersporn, auch in diesem Dorf. Und Alvin ist auch hier. Und ihn müssen wir ja vielleicht vor Berengar beschützen. Da Berengar ja hier ist, um ihn zu holen. Aber er hat recht, es ist ein schönes Ortchen und scheinbar eine Hochzeit im Gange. Das hat ja auch das kleine Mädchen schon erwähnt. Dann würde ich mal sagen, betreten wir mal das Dorf. Und schauen uns da mal richtig um. Orenz gibt es auf jeden Fall schon mal hier. Sieht relativ schick aus. Oh. Was sind denn das für Dinger? So Vogelhäuser? Das schreckt, glaube ich, die Vögel eher ab. Und dort Hochzeitsgast, Bauer. Das ist also das Dorf. Und hier ist ein Beutel.
Hochzeitsgast, eine alte Bäuerin, ein Bauer. Schauen wir uns mal um. Hier ist sogar eine Kuh. Preisgekrönte Kuh. Wow. Ich hätte und ein Bauer. Viele Bauern. Hier wimmelt es nur von Bauern. Ein bisschen Berberrob pflücken schadet nie. Wenn wir schon hier sind, können wir auch gleich mal die Bauern ihre Ernte erleichtern. Aber es ist ein schickes Plätzchen auf jeden Fall. Oh, das Abteil ist kein Spaß. Eine alte Bäuerin. Und hier ist Selina. Das ist doch die Schwester von Alina und die, und ich glaube, Alina heiratet, nicht Selina. Wir können ja mal ansprechen. Ja. Ist eure Schwester glücklich über die Heirat? Scheinbar müssen wir über die Hochzeit reden. Was auch immer wir damit zu tun haben. Ist eure Schwester glücklich über die Heirat? Sie ist glücklich. Aber sie kümmert sich nicht um ihre kleine Schwester. Alina verdient nicht, glücklich zu sein. Oh, wie ich dieses Prinzesschen hasse. Jetzt hat sie Julian bezirzt, einen reichen Kaufmann aus der Stadt, und stolziert hochnäsig herum. Grämt euch nicht. Auch ihr findet einen guten Mann. Besser als Julian? Doch nicht. Ach je, ich leide für die Massen, Adam. Jämmerlich. Oder meint ihr gar den Eremiten? Verschont mich damit. Habt ihr Julians Verlobungsring für Alina gesehen? Der Diamant ist größer als ein Taubenei. Beruhigt euch wieder. Warum tretet ihr für sie ein? Gebt es zu, sie hat euch verzaubert. Ich hasse sie. Euch bekommt sie nicht. Ihr könnt mich sofort haben, auf dem erstbesten Stein. Ihr müsst mir nur einen schöneren Ring geben, als den, den Alina von Julian bekommen hat. Großer Gott. Auf dem bestmöglichen Stein. Ganz ehrlich, die Frau schmeißt sich im Geralt doch auch wirklich komplett hin. Das ist ja unglaublich. Ja gut, wir haben einen Ring immer dabei, also. Aber warte, wir haben doch uns Triss eigentlich versprochen. Aber gut, Triss hat uns weggeschickt. Ich glaube nicht, dass sie in diesem fernen Ort etwas mitbekommt. Man lebt nur einmal, Leute. Hauptsache Rittersporn schweigt, dann funktioniert die Sache. Ich habe den Ring. Zeigt her! Er muss schöner sein als Alinas Verlobungsring. Ja, das kriegen wir hin. Was nehmen wir denn so? Hier ein goldener Siegelring? Goldener Saphirring? Da haben wir zwei. Der sieht doch echt schön aus, komm. Wenn da jetzt was dagegen sagst. Das ist der Ring? Na gut. Ich zeige Alina, dass ich jeden Mann haben kann. Aber... Küsst mich. Na gut. Und somit haben wir in der ersten Folge im Dorf gleich mal die erste Frau aufgerissen. Selina, du hast es deiner Schwester richtig gezeigt. Und wir haben, denke ich auch, das allen gezeigt mit unserer Ankunft hier. Wie unwahr, dass man Rache besser kalt genießen sollte. Wie unwahr, dass okay, wir können nicht mehr mit dir reden. Dann schauen wir uns mal weiter im Dorf um. Das ist doch sehr stimmig hier. Hühner, Wasser, Knabe, Mädchen. Mein Papa hat mir ein Schwert wie eures versprochen. Wehe, ihr rennt mir hinterher. Ich bitte euch, tut das nicht. Das Schwert von meinem Vater ist viel größer. Aber es gibt wenige Leute, die hier einen Namen besitzen. Ich glaube, Selina war bisher die einzigste. Bäcker? Ah, der Bäcker, da müssen wir doch... Kommen wir da hier durch? Ne, da müssen wir doch auch hin für Toruwil. Alter Bauer, Hochzeitsgast. Scheint mir hier nicht die Creme de la Creme zu sein. Kommen wir hier durch? Nee. Nein, das ist unverzeihlich. Hier ist der Schmied, der Schmiedsohn. Ich würde aber gerne... Darf ich mal kurz durch? Danke. Berberrohr. Bisschen Geld. Und dann hier der Bäcker. Dich suchen wir, Bäcker. Seid ihr dem Aroma meines frisch gebackenen Brotes gefolgt? Könnte man sagen. Alle meine Waren sind aus feinstem Mehl gemacht. Sowie einer geheimen Zutat von einer dankbaren Nymphe. Ich brauche etwas. Und zwar 5 Laib Brot von dir. Ich brauche etwas. Wie kann ich behilflich sein? Ich habe jetzt... Ja gut, wir fragen erstmal. Erstmal ein bisschen Smalltalk. Wisst ihr, was Hexer machen? Sicher. Hexer sind wie Zauberer, nur etwas schlimmer. Schlimmer? Ja, weil ihre Eier verschrumpelt sind. Hm,
Ich denke, ich sollte mich auf den Weg machen. Ihr habt einen in der Familie? Das ist Pech. Wow. Redet so über meine Eier. Wie kann ich behilflich sein? Du Hund. Ich habe 20 Orens und brauche 5 Laibe Brot. Ein Brot kostet 5 Orens. Das macht bei 5 Laiben 25 Orens. Oh Gott. Verdammt, wir haben 5 Orens zu wenig bekommen. Ist es egal jetzt? Hier steht nämlich Brot und Brot. Wir holen mal die 5. Die 5 Orens können wir noch drauflegen. So, ich muss Tore wieder das Brot bringen. Damit hätten wir die erste Quest schon fast wieder erledigt. Wir sind ratzfatz, liebe Freunde. Erscheinungen? Unsinn. Wer hat das gesagt, du? Ich kann die Maid vom Seeufer einfach nicht vergessen. Ihr lebt lang, aber ich möchte nicht länger als mein Papa oder Großpapa leben. Was ist das für ein Bug? Die kann man nicht ansprechen. Hallo Bäuerin. Törichte Weiber. Berenga ist eindeutig hübscher als ihr. Was? Vielleicht sollte ich seine Bekanntschaft machen. Oh mein Gott, wie kannst du es wagen? Seid gegrüßt. Hallo. Wie kann ich dem Herrn helfen? Wer mögt ihr wohl sein? Ich bin ein Meisterhandwerker zu euren Diensten. Ich erledige Reparaturarbeiten jeder Art, stelle ungewöhnliche Objekte her und bin ein tüchtiger, kreativer Schmied und Zimmermann. Ach was, ihr seid recht vielseitig. Ihr seid recht vielseitig. Man muss ja schließlich leben, darum biete ich auch andere Dienste an. Zudem habe ich ein recht teures Hobby. Ein Hobby? Genau. Meine Verwandten und ich wollen eine Flugmaschine bauen. Wir haben schon mehrere gebaut, aber keine funktionierte und wir mussten die medizinische Versorgung des Piloten bezahlen. Verstehe. Ja? Interessant. Das merken wir uns vor, falls wir dich mal wiedersehen. Lebt wohl. Hier ist noch dein Sohn. Mit dem wollte ich auch noch gleich schwätzen. Ein Kunde? Warum so überrascht? Warum so überrascht? In Trübwasser kauft selten jemand Waffen. Ich bin kein Geschäftsmann wie mein Vater. Euer Vater? Mein Vater trug mir auf, Waffen zu verkaufen. Doch wenn keiner was kauft... Aber Paps widerspricht man nicht. Vielleicht wollte er, dass ihr beschäftigt seid. Vielleicht. Ich soll mich still verhalten und verkaufen, wenn jemand kaufen will. Cool. Bis bald. Bis bald. Vielleicht kümmern wir uns später wieder um die Leute. Ich wollte zur Insel, aber dieser mürrische Fischer hat mich nicht mitgenommen. Ich kann die Maid vom Seeufer einfach nicht vergessen. Ich wollte eigentlich noch gucken, wo Alvin ist. Der soll ja bei Selinas Schwester sein. Die Elfen sollten das Seeufer räumen. Törichte Weiber. Ja, dich merke ich mir, Eva. Ist eindeutig hübscher als ihr. Dich merke ich mir, Eva, meine Liebe. Ihr lebt lang, aber ich möchte nicht länger als mein Papa oder Großpapa. Oh. Ritterspun möchte, dass ich euch alles über die hiesigen Kräuter erzähle. Er sagte, ihr braucht sie für eure Tränke. Seit wann interessiert sich Rittersporn für Kräuter? Er wollte, dass ich das Geheimnis von Liebstückel verrate. Offenbar hat er sich an ein hiesiges Mädchen verguckt. Das Kraut hat ihn wohl an euch erinnert. Da ihr euch der Ungeheuer annehmt, helfe ich gern. Okay. Cool. Ist aber lieb von Rittersporn, dass er uns hilft. Natürlich nur für eine holde Maid, aber... Immerhin hilft er uns, unser alter Freund. Wie selbstlos von Rittersporn. Ich höre mir gerne etwas über Kräuter an. Schön, aber haltet mich nicht für eine Hexe. Ich weiß nur, was jede weise Frau weiß. Ich höre zu, jetzt leg los. Ich höre gern zu. Ignatia oder Mondrose ähnelt der wilden Rose. Den Legenden zufolge wächst sie, wo eine Sternschnuppe gelandet ist. Kräuterkundler haben Verwendung für Ignatia-Blüten. Der Berberrohrbaum trägt dunkle Früchte, mit denen man Aufgüsse zubereiten kann. Geißblatt ist sehr selten und wächst vor allem auf Feldern. Seine Blätter ähneln dem Efeu. Untersucht sie gründlich und ihr wisst, wozu sie taugen. Danke. Gern geschehen. Jetzt muss ich zu meinen Aufgaben. Das war aber relativ lieb, denn jetzt haben wir hier neue Sachen gelernt und müssen kein Buch dafür kaufen. Also es lohnt sich immer, mit den ganzen Leuten zu sprechen. Nicht wahr, Bäuerin? Ich weiß genau, was ihr denkt, wenn ihr mich so ansieht. Nein. Seht sie euch gut an, Herr Hexer. Eine Kuh wie die kriegt ihr wohl nie wieder zu sehen. Sie ist beeindruckend. Seht nur ihr glänzendes Fell, ihren Schwanz und das Euter. Wir wollen sie mit dem Preisbullen aus Bullendorf paaren.
Das wäre doch was. Eine weltberühmte Zucht. Zweifellos. Ach, unsere Erdbeere ist so schön. Auf bald. Ein wahrlicher Kuh-Fan hier und hier lauter Kuh-Fans. Also die Kuh ist scheinbar der größte Star hier. Alvin bewundert euch. Ihr habt zweifellos die Welt bereist. Daher überrascht euch meine Frage wohl nicht, auch wenn sie seltsam scheint. Fragt. Ich möchte meiner Tochter gern ein schönes Kleid zur Hochzeit schenken. Wo könnte ich einen schönen Schal als Accessoire finden? Bei uns leider nicht, wir haben keinen. Was habt ihr euch dabei gedacht? Aber ich kaufe mal wieder einen Schal demnächst und dann finde ich dich sicher wieder. Also Leute, vormerken. Eine alte Bäuerin, noch einen Schal. Ihr werdet alt, Großmütterchen. Tür zu Selinas Haus. Wir müssen aber zu Alina. Frauen. Das wollte ich eigentlich noch in dieser Folge machen, denn wir wollen ja Alvin wiedersehen. Noch eine Bäuerin. Können Hexer magische Tränke brauen? Ja. Ja. Ich will unbedingt die Aufmerksamkeit eines Jungen erregen. Habt ihr Parfum? Nein. Sehe ich so aus, als hätte ich Parfüm dabei? Sehe ich aus, als hätte ich Parfüm dabei? Ich weiß, dass ihr Parfums herstellen könnt. Ich zahle gern 50 Orens. Ich habe kein Parfüm. Tut mir leid. Es tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen. Aber ich habe kein Parfüm. Wie gemein. Ich sehe, dass friedliche Koexistenz mit Hexern unmöglich ist. Hübsch. Bloß weil ich kein Parfüm dabei habe. Mädle. Oh, ein Hexer. So ist es. Ich habe trotzdem immer noch nicht das Haus gefunden, das ich suche. Ihr bringt doch nur Ärger. Na, jetzt geht es schon wieder los. Ah, jetzt können wir das hier pflücken. Ignata, wie das heißt, das können wir jetzt pflücken. Das ist ja mal cool. Hübsch. Sehr hübsch. Alinas Haus, da sind wir doch. Und das machen wir noch in dieser Episode, Freunde. Da ist sie. Guten Morgen. Seid gegrüßt. Ich bin Geralt, der Hexer. Meister Rittersporn sang einst eine Ballade über einen Hexer. Da wird mir ganz warm ums Herz. Sind Hexer wie Ritter, die das Böse und das Verbrechen bekämpfen? Ja, natürlich. Rittersporn hat meinen Beruf gewiss realistisch beschrieben. Die Ballade war so romantisch. Vom Schicksal aneinander gekettete Liebende, die nicht zueinander fanden. Wahrhaft romantisch. Ich werde bald heiraten. Was führt euch her? Genau dieser Junge, der hier gerade vorbeigelaufen ist. Kümmert ihr euch um Alvin? Kümmert ihr euch um Alvin? Ja. Er hat so wunderschöne, große Augen. Leider möchte mein zukünftiger Gatte Alvin nicht adoptieren. Kann ich mit Alvin sprechen? Ja. Normalerweise spielt er im Dorf oder hilft mir hier im Haushalt. Lebt wohl. Wartet. Ich habe eine Bitte. Wenn ihr am Gasthaus vorbeikommt, würdet ihr nach meinem Verlobten sehen? Und vielleicht schauen, ob meine Schwester Selina irgendwo zu sehen ist. Euer Verlobter treibt sich im Gasthaus herum? Wir reden nicht miteinander. Er ist böse auf mich. Wir haben wegen Alvin gestritten. Ihr streitet schon. Julian möchte, dass wir eigene Kinder haben. Er will Alvin zum Tempel der Militele schicken oder zum Hexer ausbilden lassen. Ihr findet ihn in der Taverne. Verstehe. Okay. Scheinbar müssen wir jetzt auch noch wieder natürlich helfen, eine Beziehung. Ja. Wie soll man sagen? In den Griff zu kriegen. Das ist unfair. So, aber ich möchte noch kurz mit Alvin sprechen, bevor wir die Folge beenden. Denn Alvin müssen wir ja beschützen. Laut Triss und weil wir es wollen. Hallo Geralt. Ich habe ein neues Zuhause. Es ist schöner als Visima. Aber ich vermisse euch. Es gefällt dir hier. Ja, töten wir zusammen Ungeheuer? Oh, Alvin. Es ist außerordentlich gefährlich, gegen Ungeheuer zu kämpfen. Versprich mir,
dass du das, wenn irgend möglich, vermeidest. Ich versprech's. Es gibt Elfen hier in der Gegend. Eine ist echt hübsch. Aber sie hat mit Herrn Tobias gestritten. Können wir Töte den Elf spielen? Herrje, ich muss echt ein Wörtchen mit dir und Alina reden. Das hat nichts mit Alina zu tun. Alle Kinder spielen das. Ich bin immer der Großmeister. Wir reden später weiter. Ja, Alwin ist mir auch ist ein bisschen unter falschem Einfluss, kommt mir das zumindest so vor. Was der für Sachen hat mit Tötet den Elf oder allem allgemein mit Tötet irgendwas. Das muss doch nicht sein, liebe Freunde. Nun ja, hier in Trübwasser gibt's wieder einiges zu erleben. Was sieht er nur in ihr? Nichts sieht er in ihr, liebe Alina. Und in der nächsten Episode schauen wir uns näher um, gehen vielleicht mal ins Gasthaus. Und wer weiß, was wir dort alles treffen. Bis dahin. Ciao.